Ulje Gaming mit Jakon und CC Joker bei Resident Evil 7. The Beginning. Aua. Ja, Leute, ein kleines Ulje Gaming will's wissen zum Teaser, den sie da gemacht haben. Teaser-Demo. Ja. Und der Jakon bewegt sich hier mal durch das nette Ambiente. Ist ziemlich dunkel hier. Mach erstmal ein Filmchen an für uns beide. Wir haben aber keine Videokassette. Das ist ja doof. Immer noch nicht. Okay, also man sieht ja schon mal wirklich wenig. Ich werde erstmal hier die Sicherung reinhauen. Die du nicht hast. Gut. Das ist super. Ja, wir haben ja in Uncharted haben wir noch drüber gesprochen, dass wir uns da ja drauf freuen, oder ich mich zumindest, weil es ja diesmal aus der Ego-Perspektive sein wird. Ja. Und das ist jetzt halt hier die kleine Demo. Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Ganz genau, um mal ein bisschen entsprechende Atmosphäre hier einzubauen. Aber ich habe ja gelesen, das, was man jetzt hier in der Demo spielt, wird im fertigen Spiel nicht vorhanden sein. Was du alles so liest? Ja. Habe ich gelesen. Und deswegen werde ich jetzt hier mal die Tür öffnen. Ja. Aber vielleicht kann man trotzdem schon mal gut die Atmosphäre quasi einfangen, ne? Ich meine, auch wenn das jetzt, was wir spielen, nicht drin sein wird, aber... Also ich hoffe zumindest, dass es auch echt wirklich Ego sein wird, weil beim Teaser von Silent Hills... PT. Da war es ja wirklich nur ein Teaser, der mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun hatte. Dann hätte Silent Hill wieder ausgesehen wie Silent Hill. Ja, aber dieses Spiel gibt's ja auch nicht mehr. Nee. Oh, hier, Schattenspielchen. Hätte mir schon fast in die Hose geschissen. Also die Musik... Und die Grafik machen schon mal was her. Ich höre gar nicht so viel gerade. Dann macht er mal ein bisschen lauter. Ja, aber so mal. Oh, pass auf, Bombe. Ist eine Bombe? Ist doch keine Bombe. Oh, ich hasse Puppen, ne? Puppen sind echt hässlich. Was machen die in so einem dreckigen Haus? Hast du nicht mehr Bock, Outlast 2 zu spielen? Doch, wenn es rauskommt, habe ich Bock drauf. Was war denn das jetzt? Stairs. Ich habe hier Stairs aktiviert. Aber die Stairs sind ja schon aktiviert. Vielleicht hast du sie... deaktiviert. Ja. Sind aber noch da. Das ist schon wieder übelst gruselig, weil es dunkel und allein in so einem abgewrackten Haus. Ja. Ist natürlich nicht mehr ganz so gruselig, weil... Oha. Weil der CC Joker neben mir sitzt. Obwohl, eigentlich macht das noch fast gruseliger. Ja, ja. Du weißt gar nicht, was das CC Joker... Aber von da komme ich ja. Das ist ja langweilig. Ich warte ja nicht darauf, dass ich mich umdrehe und mir irgendwas ins Gesicht springt. Das kann dir auch in Real Life passieren. Das ist mir schon öfter passiert hier bei MCC. Beim CC. Oder hier wie bei Hangover. Der kleine Asiate, der mal aus dem Kofferraum direkt mit dem Schwanz ins Gesicht springt. Yeah. Das sind meine Geräusche oder? Nein, das sind nicht deine Geräusche. Das sind nicht meine Geräusche. Oh, mit so einem Controller ist man wieder so behäbig, was das Umschauen anbelangt. Dann spiele ich mal nebenbei mit der Maus. Oh, ich habe eine Hand gesehen. Achso, man muss einfach nur gegenlaufen. Ist das eklig. Oh, ich habe einen Bolzenschneider. Ich hab einen Bolzenschneider gefunden. Oh. Was? Wo kommt denn das scheiß Teddybärchen, Puppchen her? Inventar. Das hat ja hier schon wieder Resident Evil. Naja, so begrenzten Platz. So, was kann ich damit machen? Anlegen. Untersuchen. Guck dir das Ding an. Ist noch neu. Dreh mal. Linken. Nein, damit fangen wir nicht schon wieder an. Das stört die Atmosphäre. Muss leider dazu sagen, wir haben zur Sekunde Uncharted quasi abgeschlossen gehabt und dann. Haben gedacht, komm, hauen wir gleich wieder raus, verdammte Scheiße. Lass mich raus! Warum kann man nicht hier durchspringen? Erst brauchst du einen Schlüssel und den wirst du nie bekommen, lieber Charco. Oh, die Schlüsselsuche bei Resident Evil. Immer ein gefundenes Fressen. Ein Herzschlüssel, ein Königsschlüssel. Ich werde mal hier mich an dem Schrank... Dann bolzenschneidere den mal. Das wäre eine super Sache. Guck dir das an. Und los. Ich möchte ihn nochmal nicht aufmachen, ehrlich gesagt. Eine Videokassette. Oh. Jetzt wissen wir wenigstens, was passiert ist. Ein verfallenes Haus. Mann, diese Geräusche! Voll aber geil, irgendwie draußen scheint es hell zu sein, oder? Ja. War hier noch was zum X'en? Bisschen Blut aus dem Wasserhahn? Was habe ich denn für einen dünnen Arm? Kann ich das normal machen? Nein. Der andere Arm ist dicker. Das ist ein Linkshänder, ja? Ist das eklig.
Na, gibt's da was zu essen nachher? Aus dem Kühlschrank will ich gar nichts. Ach du, das muss müffeln, du. Bäh. Alles Was soll denn das sein? Könnt ihr mal bitte ruhig sein da drüben? Mach wieder zu. Nee, nee. Los, bisschen Frischluft. Ach, bäh, bäh. So, ich habe eine Kassette. Ich werde mir jetzt mal einen schönen Film angucken. Mach das. Das ist bestimmt Resident Evil 1, der Film. Sissi, die Schicksalsjahre einer Kaiserin. Oh. Hm. Ist gerade ein Knurren? Ja, hier knurrt's. Geh mal weg hier. Nee, ich guck mir das mal an. Wo kommt denn das her? Hier? Zu. Ist aber nicht von da gekommen? Ach, hier. Oh, Mann! Schreck mich nicht so. Also auf jeden Fall klappt das mit Stereo schon mal, das ist ganz gut. So. Schauen wir mal. Testbild. Clancy Javis. Abandoned House. Muss ich jetzt hier vorspulen? Hast du das jetzt? Ich hab nichts gemacht. Oh, wir spielen das. I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Wir auch nicht. Nee. Immer auch keine Nachvertonung. I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Theaters, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Ich wollte schon immer mal Kameramann sein. Karaman der Kameramann. Bananarama. Aber es ist ganz cool, dass sie das auch spielbar gemacht haben. Ja. Nicht, dass man sich wieder einfach ein Video anguckt. So, komm, mach auf. Rolling? Yep. Let's go. Action. Get out of the way. Geschlossen. Lass mal den Profi ran da. It's locked. Kick it. Ist auf jeden Fall eine schöne Location, um ein Filmchen zu machen. Ja, schön Horrorhaus. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Ist es das Haus, wo wir gerade drin sind? Ich gehe stark davon aus. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Ah ja, das ist der Schrank, den wir gerade aufgebrochen haben. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I knew I should have worn my good shoes. Good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this will make a great backdrop. Hey, schubst mich nicht. What do you think? Andre? Perfect. Andre ist weg. Andre! Einer weniger. Andre! Andre! Oh, schreit doch nicht so, die Zombies. Du wächst die Zombies auf. Welche Zombies? Geht's hier nicht um Zombies? Unfucking believable! Unfucking. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Natürlich mache ich das. Darf ich nicht reingehen, da grummelt's. Sissy Joker ist ganz angespannt. Mm-hmm. Er schwitzt. Woher weißt du das? Deine Tropfen sind sehr laut. Lecker. Did you hear that? Ja, Mann. Geh doch mal rein. Geht nicht. Geht nicht. So. Ist der Videorekorder dahinter. Andre! Huh?
fuck is he? Hä? War da? Nein, da war nix. Bist du sicher? Ja. Das werde ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. Mach das. Ich meine, da war gerade irgendwie... Andre, where are you, man? Where the fuck is Andre? Mein Scheinwerfer ist auch nicht der beste. Ein Scheinwerfer? Du hast gar keinen. Doch. Sonst würdest du auch da unten nicht leuchten, oder? Das ist was anderes, was leuchtet. What the hell? Ich mag die Musik nicht. Kann man sich ja nicht ducken. Was tust du? You gotta be fucking kidding me. Ein Geheimgang? Alright, new deal. Wir hast ein Ding gefunden, mein Freund. Tja. I mean, fuck this show. Ja. Hat da eine Angst? Hocken. Er hat drei. Mal deinen Arsch weg. Was ist denn das für ein Dreckshaus? Das ist ein bisschen so Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Aber ohne Jessica Biel. Geh mal runter. Du zuerst. Hm. Natürlich. Ey, du hast eben gerade noch erzählt, du willst es nicht mehr machen. Womit genau hält er jetzt die Kamera? Die ist auf dem Kopf. Ach so. Das ist Google Dingsbums, wie heißt das doch gleich? Earth? Nee. Maps? Street View? Nein, das mit der Brille, wie hieß denn das nochmal, das scheiß Projekt, ich hab's schon wieder vergessen. What do you see? Google Goggles. Google Goggles. Oh. Was zum Henker? Was ist denn mit dem los, Mann? Und wer war das jetzt gerade? Das. Das macht Mut. Und wie ist die Kassette jetzt hochgekommen? Tja, das ist eine gute Frage. Hier ist noch ein bisschen Text für uns. Ich werde dich an den Steinen zerschmettern. Das hatten wir vorhin schon. Ja. Ja, aber das hat sich geändert, ne? Ich werde euch und jetzt werde dich, ne? Ja? Ja, das You ist auch jetzt, guck mal, nochmal auch darauf. Blut verschmiert You, ne? Ach ja. Davor stand nicht them. Stimmt. Ja, das macht auf jeden Fall Mut. Das macht Mut, jetzt hier alleine durch das Häuschen zu schlendern. Also haben die Charaktere auf jeden Fall nichts miteinander zu tun, so wie es aussieht. Nee. Ich habe jetzt gedacht, wir wären vielleicht einer von der Gruppe. Ja, Chris oder so, ne? Sehr cool. Ich weiß nicht, ob von denen überhaupt einer mitspielt, von den Charakteren. Ich glaube es auch nicht. Oh Mann, irgendwie... Ist hier Licht an? So, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Oh. Jetzt sind wir wieder im Hier und Jetzt angelangt. Tada! Das ist ein scheiß Puppen, Alter. Das ist auch immer genau ein Spielchen für mich. Kannst du dich wieder richtig erschrecken. Ja, und muss irgendwann wieder eine halbe Stunde Pause machen, weil ich mir sonst in die Hose mache. Ein kleines Würstchen versinke. Was? Hm? Wo versinkst du dein Würstchen? In die Hose. Na bitte. Kann schon mal passieren. So, es ist ja eigentlich nicht viel los hier im Haus, ne? Ich warte eigentlich darauf, dass irgendwie mal was passiert. Meinst du, ich soll nochmal hochgehen? Bin mir gar nicht sicher, ob da überhaupt irgendwas passiert. Hey, großartig, glaube ich. Nee, ich mache nicht so komische Geräusche. Da ist auf jeden Fall die Haustür. Ja, da sind die reingekommen. Vielleicht wahrscheinlich kommen die da auch sind raus. Die, ich glaube nicht. Aber erst, wenn wir einen Schlüssel haben. Das weißt du doch. Ja. Zu entkommen. Was ist denn das hier eigentlich für ein Vieh? Ein Schwein, ein Hund? Ein Schweinehund. Schweinehund. Das hatten wir doch erst. Was ist denn das für ein schönes Bild? Eigentlich nicht wirklich. So schön toll ist das gar nicht. Nee, geht so. Ich gehe die Treppe hoch. Ja. Mach mal. Das wird der Sieg sein. Ich drehe mich einfach mal nicht um. Ob man hier überhaupt von Sieg reden kann? Na klar. Ach, diese Poppen. Machen mich fertig. Ach so, was du noch gucken könntest, wäre ja den Geheimgang, den wir gerade im Video gesehen haben, ne? Ach ja, da will ich unbedingt hin. Ja. Gut. Da tut sich nichts. Aber hast recht, dann werde ich mal den Kamin rannehmen. Mach mal. Oh, man kann ja nicht laufen. Oh, man kann laufen. Das ist super, in dem Haus laufe ich gerne. Vor allem weg. Wir haben jetzt noch einen Puppenfinger gefunden. Was können wir mit dem Puppen? Ach ja, vielleicht sollten wir uns den mal angucken. Dann schau mal. Ich muss erst an den Kamin.
Womit war nochmal Inventar? Pff, fragst du mich das? Ein Puppenfinger, den man irgendwo ranstecken könnte. Ja. Alternativ auch reinstecken könnte. In der, war auch, glaube ich, schon im Anus drin. Guck dir doch an, hier vorne ist er ein bisschen dreckig. Lecker. Man kann die auch auf Schnelltasten legen, wie ich gerade gesehen habe. Ja. Ducken. Hocken. Oh ja, hier ist unser Hebel. Ja, sieh mal. Oh Mann, ich will nicht. Na, du musst aber. Ich will nicht da runter. So ein bisschen was hat sich auf jeden Fall verändert. Ja. Da steht ein Tisch da zum Beispiel. Warum auch immer der da steht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Oh, ein Schlüssel. Hintertür. Dann habe ich ihn doch. Dann brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr runter. Ja, da freuen sich die Leute öfter mal, wenn sie einen Hintertürschlüssel finden. Ich kann hier echt nicht runter. Ja, dann gehst du halt nicht runter. Ich habe die Befürchtung, das ist trotzdem nicht gut. Nee. Denn du wirst jetzt einfach nicht zur Hintertür kommen. Möglich. Vorher wirst du nämlich elendig verrecken. Bist du das? Nein. Definitiv nicht. Das gefällt mir nicht. Mir auch überhaupt nicht. Falsche Seite. Ja, wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt umdrehe. Oh. Guck erstmal die Tür an. Die war ja auch zu. Vorher. Hinter dir. Die wird es aber nicht sein. Es stand doch Hintertür-Dings dran. Ja, aber es. Die Tür ist zu. Lass die Tür bitte auf. Danke. Puppenfinger. Kannst du den hier irgendwie dran stecken? Alter. Gruselig. Nee, ich muss zur Hintertür. Ja, dann beeil dich mal. Das bringt dir nichts mit beeilen. Sagen, du kommst hier nicht raus. Doch. Mann, du Stuhl, bleib weg. Er verfolgt mich. Ja. Scheiße. Rollen Puppen. Ich sag dir, die Puppen sind die schlimmsten. Was denn? Scheiß Puppe. Da ist noch eine Ecke. Lass mich doch mit deinen Ecken in Ruhe. Warum spiele ich eigentlich? Oh Gott. Hoffentlich passt der. Benutzen. Welcome to the family, son. Was? Au! Ah! Woher wusste ich, dass wir nicht da rauskommen? Ja. Jetzt sind wir wieder im Video. We gotta get the hell out of here. Oder läuft das jetzt parallel? Ich hab keine Ahnung. Come on. Oder da kommt wer. Ja. Was ist das für eine Missgeburt? Oh. Das war jetzt nicht sonderlich schön. Ach, echt? Hm. Und nun? Die Familie erwartet Sie Frühjahr 2017. Öffnen Sie die Tür zum Resident Evil Botschafterprogramm. War es das jetzt schon? Das wird's gewesen sein. Ja. Das ging ja relativ flott. Ein kleiner Ausschnitt an dem, was uns erwarten wird bei Resident Evil 7. Eieiei. So mehr, mehr Psycho als alles andere. So eine schöne Horrorfamilie wartet auf uns. Ja. Oh, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Dauert ja auch nicht mehr lange. Nur noch ein Jahr. Scheiße. Ja. Und dann aber Outlast 2 kommt ja auch bald. Richtig. Werde ich mir auch in die Hosen machen. Hauptsache, du spielst es. Mit Facecam. Mit deinem Facecam. Ja. Facecam. Moment. Naja gut. Das soll es gewesen sein. Jo, kurzer Einblick. Bis demnächst. Ciao.